Die Erinnerungen der Young Boys an GC diese Saison sind schon mal gut. 3 Siege aus 3 Spielen, 9:2 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Allzu entspannt kann Ibe dennoch nicht auftreten, das merkt hier Mvogo nach diesem Fehlzuspiel. Gaio. Der Brasilianer bestraft die Gäste für diese Nonchalance nicht. GC macht mehr für die Offensive in dieser Anfangsphase, hier mit einem Fedele-Freistoß. Und Ibe immer noch nicht wach. GC-Topscorer Dabur fehlt heute, umso wichtiger wäre ein Treffer von Kollege Gaio. Die Chancen hierzu hat er bereits. Die Zürcher spüren, dass etwas drin liegt gegen diese Young Boys. Sie gefallen mit flüssigem Kombinationsspiel. Abrashi sieht lang heranbrausen. Der Ibe-Schlussmann kommt gerade noch vor ihm an den Ball. Und Lang weiß nun, dass er hinten fehlt. Denn Ibe lanciert den schnellen Konter. Und der ist dazu brandgefährlich. Steffen auf Kubo. Die Führung für die Gäste nach 27 Minuten. Den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Steffen nicht im Abseits nach diesem tollen Zuspiel von Bertone. Und der erste Ibe-Angriff führt zum 0:1. Das nennt man Effizienz. Die Grasshoppers sind nun eine Weile nicht mehr bis zum Ibe-Gehäuse vorgedrungen. Aber wenn sie das tun, bleibt's brenzlig. Denn bei Ibe gibt's hinten immer noch Abstimmungsprobleme. GC-Captain Lang jedoch macht seinen Trainer nicht glücklich. 0:1 zur Pause. Guillaume Waro dann nach dem Seitenwechsel neu mit dabei. Wegen Adduktorenproblemen wurde der beste Ibe-Torschütze in der ersten Halbzeit geschont. GC also gewarnt, aber hier macht erstmal Alexander Gern Dampf. Und dann ist es tatsächlich doch Guillaume Waro, der bereits trifft. 12 Sekunden nach Wiederanpfiff das 0:2. Und der Franzose steht nicht im Offside, sondern vielmehr goldrichtig bei seinem 15. Saisontor. Alle guten Vorsätze der Zürcher somit über den Haufen geworfen, entmutigt die Grasshoppers deshalb jedoch keineswegs. 50. Minute, Vardos Schuss bleibt hängen und der Ungare reklamiert Handspenalty, den Schiedsrichter Amhof verweigert. Für mich eine Fehlentscheidung, Steve von Bergen hätte sich hier über einen Pfiff nicht beschweren dürfen. Gut 70 Minuten sind mittlerweile gespielt. Die Zürcher laufen immer noch an. Gegen den 0:2 Rückstand. Gaio gegen Waro. Und hier ist der verdiente Anschlusstreffer durch Jori Grave. Gaio erst gefühlvoll, dann hart und präzise. Und Grave mit dem 1:2. Die Grasshoppers riechen jetzt Lunte und Ibe viel zu passiv in der Schlussphase. Grave drückt ab ans Aluminium. Der Ball von Vonbergen noch abgefälscht. In der 83. Minute schrammen die Zürcher haarscharf am Ausgleich vorbei. GC nistet sich jetzt vorne ein. Lang über die Außen, der junge Taraschei. Und wieder moniert GC Elfmeter, denn wieder war von Bergens Arm am Ball. Amhofs Pfeife aber bleibt wieder stumm. Heikel, auch diese Szene. Jetzt erst recht sagen sich die Grasshoppers und Ibe schaut weiter zu. Vardos versucht's mit dem Schlenzer, auch dieser Ball vorbei am Ziel. Es will einfach nicht klappen mit dem zweiten Zürcher Treffer. Es läuft nun bereits die Nachspielzeit und GC drückt weiter. Rave, Gaio und hier ist das 2:2. In der 92. Minute belohnt sich Gaio doch noch. Vom 0:2 nochmal zurückgekommen, für die Grasshoppers ein gefühlter Sieg. Und Ibe hat sich die Butter doch noch vom Brot nehmen lassen. Die Ernüchterung nach diesem Spielverlauf ist bei den Bernern groß.